Tipps, ja, ich glaube, das ist immer auch was sehr Persönliches, aber was für mich oder was ich als vorrangig betrachte, ist, dass man in eine Gemeinschaftspraxis oder ein, je nach Größe wird man es dann noch MVZ nennen können, dass man sich da etwas sucht, einfach weil man dann viel flexibler ist, was die Arbeitszeiten angeht, was die Arbeitsgestaltung angeht. Man kann sich auch mal einen Nachmittag freischaufeln, wenn man Termine hat. Das ist viel einfacher, auch als Selbstständiger. Das würde ich auch immer bevorzugen, als Angestellter, weil dann bin ich der eigene Chef und entscheide selber, was ich wann mache. Ja, dann braucht es natürlich im Hintergrund, glaube ich, für Ärztinnen und Ärzte eine Kinderbetreuung, irgendwas, wo die Kinder halt untergebracht sind, während man arbeitet. Dann ist mein Luxus meine Mutter. Die ist Erzieherin im Ruhestand und Oma-Taxi. Vieles ist einfach nur möglich, auch weil wir die Oma haben. Das muss ich schon sagen. Also vielen Dank an die Oma. Die muss auch mal erwähnt werden. Generell denke ich, dass man aber einfach gucken muss, wo kann man was abgeben. Also Haushalt zum Beispiel hat bei uns jahrelang eine Haushälterin gemacht. Im Moment haben wir keine. Wir suchen gerade eine neue. Der Garten, da haben wir auch einen 450-Euro-Jobber, der sich um alles kümmert. Und in der Praxis versuchen wir einfach so viel wie möglich eben an Veras zu delegieren, sodass die Routinearbeiten nicht anfallen. Und dann muss man halt einfach seinen Perfektionismus auf die Arbeit mit Patienten beschränken und im Haushalt auch mal 5 Grad sein lassen. Mein Kind kann auch mal mit ungekämmten Haaren in die Schule gehen. Da habe ich mich auch dran gewöhnt.